Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es wieder Waffeln beim Junkfood Guru und die letzten Waffeln, die ich hier getestet habe, die waren mit Schokofüllung. Und als ich heute in der Mittagspause im Aldi Nord war, habe ich bei der Aktionsware diese Waffel mit Milchfüllung entdeckt. Genauer gesagt mit Milchcremefüllung. Es gab auch noch eine zweite Sorte mit Haselnussgeschmack, aber mich hat diese Milchcremefüllung komplett getriggert. Ich musste sie unbedingt kaufen und jetzt direkt mit euch testen. 1,25 Euro kosten die Waffel mit Milchcreme. Dafür gibt es insgesamt, meine Güte, wie viel sind denn hier eigentlich drin? Es sind 227 Gramm drin und ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 8 Waffeln. Also ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Cool, oder? Meine Kuchenwelt ist bestimmt auch der gleiche Hersteller, der auch diese anderen Waffeln macht, die mit den Schokoladenkämmerchen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich gucke mal hinten drauf. Oder auch nicht. Hier steht Tilburg drauf. Naja, mal schauen. Die sehen auf jeden Fall lecker aus. Und ich packe die jetzt mal aus. Sind einzeln gepackt, jeweils im Zweierpack. So, mal schauen, wie sie denn schmecken. Vielleicht hätte ich ja doch die mit Haselnusscreme noch mitnehmen sollen, aber das ist so ein Geschmack, den hat man ja sehr häufig und der passt ja auch ganz gut zu Waffeln. Ich wollte einfach mal wissen, wie schmeckt das mit dem Milchcreme? Und es wäre ja cool, habe ich so gedacht, stellt euch mal vor, Kinderschokolade würde sowas rausbringen. Oder die würden so eine Waffel machen, die dann mit Kinderschokolade gefüllt wäre. Oder noch viel besser, dieses Joy. Kinder-Joy-Creme in dieser Waffel. Wer hätte auch gerne eine Kinder-Joy-Waffel? Schreibt es in die Kommentare. Ist mir gerade mal so spontan eingefallen. Soll ich die Waffel mal im Toaster machen? Ja. Probiere ich mal aus. Ich hoffe, der Toaster überlebt das. Schaut mal. Heute mal ganz spontan, Stufe 1, wird schon nichts Schlimmes passieren, glaube ich. Ansonsten brauche ich einen neuen Toaster, obwohl, den habe ich ja gerade neu, wird schon klappen. Ist jetzt gar nicht so intensiv wie erwartet. Man schmeckt schon ein bisschen was von der Milchcreme, aber die Waffel schmeckt wesentlich intensiver. Hätte ich mit mehr gerechnet. Also wenn ihr die ausseht, greift lieber zur Haselnusscreme. Die ist garantiert intensiver. Habe ich auch schon gehört, dass sie intensiver sein soll. Ich hole mal jetzt die andere Waffel raus. Boah, das ist gerade noch gut gegangen. Macht das bloß nicht nach. Wenn das einmal in den Toaster läuft, glaube ich, ist auch Schicht im Schacht. Dann ist alles verschmiert und klebrig und die Heizstäbe. Ob man die nochmal sauber kriegt, ich glaube nicht. So, ich habe es für euch gewagt. Leicht in Toaster. Man könnte ja sonst auch ganz kurz in der Mikrowelle aufheizen und dann sind die bestimmt, dann schmilzt das ja auch so ein bisschen. Und geil. So leicht angewärmt, wenn das schmilzt. Es ist schon irgendwie geiler, wenn es die Waffel wärmer. Ich würde empfehlen, vielleicht 20 Sekunden in der Mikrowelle bei 600 Watt nur kurz anheizen. So ähnlich wie bei dem Lavakuchen von Dr. Oetker. Und dann ist die Flüssung flüssig. Dann ist die Füllung schon flüssig. Das ist schon geil. Schaut mal, wie flüssig das ist. Hier könnt ihr das sehen. Ah, lecker! Also, leicht angewärmt, bloß nicht im Toaster, das könnte rauslaufen, in der Mikrowelle. Dann kann man dem wirklich süße, ja, 7 Punkte geben. Süße 7 Punkte für die Waffel mit Milchcreme. Wärmt euch die schön auf in der Mikro, bloß nicht im Toaster. Und hier oben könnt ihr schön den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Tschüss!